Also, wie gesagt, für Ihre Gewinnsicherung nehme ich das Gespräch kurz auf. Vielleicht. Wunderbar. Lautet nochmal Ihre Festnetznummer, bitte. Also, es wäre. Haben Sie irgendwie eine Störung bei Ihrem Telefon oder wie? Soll ich nochmal anfangen? Ja. Jawohl. Okay. Für Ihre Gewinnsicherung nehme ich das Gespräch kurz auf und gleich Ihre Adresse ab. Damit Sie über 18 sind, noch Ihr Geburtsdatum, bitte. Ihr Geburtsdatum nochmal. Achso, mein Geburtsdatum. Ja, aber ich brauche mich von Ihnen ja nicht beleidigen lassen, oder? Was beleidige ich Sie? Ja, bevor die Aufnahme gestartet habe, haben Sie mich ja beleidigt. Nein, habe ich nicht. Also so geht es nicht. Sie haben gesagt, ich bin ein Stricher. Was habe ich gesagt? Was soll Sie? Ein Stricher. Kenne ich nicht mal, habe ich nie gehört. Das Gespräch wurde sogar von Anfang an aufgezeichnet. Von Anfang an? Von Anfang an? Das dürfen Sie ja gar nicht. Nie gehört. Das ist ja unglaublich. Eine Frechheit von Ihnen, weil Sie sowas benutzen. Sie können angeklagt werden. So, um Gottes Willen, nein, Sie werden angeklagt. Sie dürfen doch keine Gespräche aufzeichnen. Na, hören Sie mal. Sie haben mich beschimpft. Ich habe das Gespräch auch aufgenommen. Weil Sie auch die Wörter umdrehen. Ja. Obwohl wir sehr nett. Also wenn Sie mich als Hurenbock bezeichnen, da weiß ich nicht, ob das so nett ist. Sie können sagen, was Sie wollen. Keiner hat Sie so genannt. Diese Wörter werden Ihnen jedes Wort vielleicht 10.000 Euro kosten. Ihre Schimpfwörter. Hodenkobold haben Sie mich auch noch genannt. Wie nochmal? Hodenkobold haben Sie mich. Das war ganz am Anfang, wo ich. Ja, gerne sogar. Ganz am Anfang, wo ich das Telefon abgenommen habe. Das erste, was ich gehört habe. Hallo, Herr Hurenbock. Nennen Sie mir noch welche. Vielleicht wird unsere Firma noch reicher. Ja? Pimmelpirat haben Sie mich auch. Pimmelpirat haben Sie mich genannt. Ich habe nie irgendwas sowas. Doch. Sie dürfen auch nicht solche Wörter in den Mund nehmen. Was? Pimmelpirat? Ja. Sie werden sogar diese Wörter, die Sie im deutschen Festnetz auch durchsagen, ja? Sehr bestraft sogar. Aber nicht mal, haben sogar Anwälte sicherlich noch nie gehört. Ich habe auch einen Anwalt und Sie haben mich als Anal-Action-Hero bezeichnet. Der deutsche Staat auch. ja. Ja? Sie werden sehr viel Ärger bekommen. Ja, Sie kriegen Ärger. Ich lasse mich nicht beleidigen als Anal-Action-Hero. Weil wir und Pimmelpirat, wo sind wir denn hier? Eine staatlich geprüfte Firma. Die sehr seriös ist, nicht beleidigt. Naja, seriös würde ich nicht bezeichnen, wenn Sie mich hier als... Seriös, als Sie es sind. Wow. Hähnchenbumster haben Sie mich genannt. Mit schlechtes Verwenden vergleichen sogar, hatte ich nicht gedacht, aber das ist gut für uns. Doch. Sie kommen hinter Schloss und Riegel. Wenn Sie mich hier... Sie werden sogar sehen, für Ihre Schimpfwörter... Ja? Sie, für Ihre Schimpfwörter sind Sie dran, weil Sie können nicht, Sie sind dran. Das glaube ich nicht. Danke, Mick. Ja, bitte. Wir wollten nichts von Ihnen, wir wollten auch. Na, abzocken wollten Sie mich doch. Keiner will Sie abzocken, wie gesagt. So, ja, entschuldigen Sie, Sie haben mich Analklabautermann genannt. Das ist ja wirklich nicht nett. Wo können Sie sagen, was Sie wollen? Sehr gut, sehr gut. Froschschenkelfresser haben Sie mich auch noch genannt. Das ist nicht in Ordnung. Das werde ich nicht durchgehen lassen. Werden Sie sehen, wer Probleme bekommt. Ja? Werden Sie sehen, ich kenne nur bald meinen Job. Weil ich muss aus rechtlichen, staatlichen Gründen diesen Gewinn an Sie zustellen. Ja, aber ich meine, Sie haben ja angefangen. Homo-Fürst haben Sie mich genannt. Oh, sagen Sie, was Sie wollen. Es ist noch mehr. Reden Sie weiter. Ja, arschgeficktes Eichhörnchen haben Sie mich genannt. Sie wissen ja gar nicht mal, was ein Eichhörnchen ist. Ein Eichhörnchen weiß ich, was ist, aber was, ja. Das andere nicht. Arschgeficktes haben Sie gesagt. Nimm mal das Kind doch beim Namen. Arschgeficktes Eichhörnchen. So lasse ich mich nicht bezeichnen, nein. Von uns sogar. Diese Wörter kennt keiner von uns. Und das Zweite, was Sie zu mir gesagt haben, war Eunuch im Neoprenanzug. Kenne ich nicht. Ja, aber wieso sagen Sie es dann zu mir? Ich bin doch verletzt. Sie haben gesagt, ich bin der Sohn einer blutbepissten Hafenhure. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Entschuldigung, eine Frage. Alles Gute bedanke ich mich. Aber eine Frage habe ich noch. Schwanzraspel. Für all diese guten Wörter. Klötennuckler. Hallo? Knötennuckler. Nuckler. Okay. Aber wieso wollen wir das jetzt nicht abschließen? Ich meine, Sie wollen noch ein Geschäft machen, oder? Ich will kein Geschäft machen. Nicht? Ach so. Ich will nichts verkaufen. Doch, diese Gewinnlingsbums hier. Gar nichts will ich verkaufen. Ach so. Aber darf ich noch kurz was sagen? Sehr gerne so. Es hat mich gefreut, mit Ihnen zu reden. Sehr sogar. Dass Sie mir solche Wörter beigebracht haben. Mir egal. Spielen Sie auch ab und zu die Pimmelflöte? Sie vielleicht schon, ich nicht. Nicht? Ist ja nicht beleidigend gemeint. Also. Egal, das werden Sie sehen, ob das beleidigend ist. Sagen wir, haben Sie eigentlich auch Kolleginnen im Callcenter? Viele sogar. Ja, dann verbinden Sie mich mal mit einer. Na
Nein, mit ich möchte mich übers Rimmen unterhalten. Nein, Sie sind einer, der... Tja. Wow, wow, das ist unglaublich, ey. Wenn unsere Mitarbeiter das hören, dieses Gespräch, wow, die werden sich totlachen. Aber laden Sie es bitte nicht ins Internet hoch. Doch. Nein. Doch. So, jetzt nennen Sie mir bitte auch nochmal ein Schimpfwort. Ich kenne keine. Ein einziges, komm schon. Ich kenne keine. Komm, komm, komm. Jetzt ein einziges Schimpfwort. Ja, habe ich ja gesagt. Zum Abschluss, ein Absacker. Ja, es gibt Gott über uns. Das ist ein Schimpfwort von uns. Das ist ja Kürbisficker noch besser. Ja, aber das ist das Beste, was ich kenne. Gott ist über uns. Nur Gott, die Freundlichkeit und mein Beruf. Einen sehr schönen Tag. Alles Gute für die Zukunft. Und oh, das ist aber nett von Ihnen. Tschüss. Tschüss. Das ist unglaublich.